Hey zusammen, willkommen zu einem neuen Video von mir und zu einer weiteren Geschichte, die sich nicht unbedingt um mich dreht, aber ich war dabei. Ich war dabei. Ich hatte damals eine Nachbarin, die sehr ruhig war, sehr in sich gekehrt, aber auch sehr ängstlich. Sie hatte immer Angst vor meinem Minihund, ja. Sie war immer so, oh, 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 bitte nicht. Und ich dachte, okay, okay, beruhigen Sie sich. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie nie die Tür aufgemacht hat. Du konntest klopfen, wie du wolltest, ja. Sie hat einfach nicht die Tür aufgemacht. Sie war auch nicht der Lieblingsmensch im Haus. Und manchmal habe ich sie beobachtet, wie sie die Zigarettenstummeln, sagt man das so, also die Zigaretten vom Boden aufgehoben hat. Und ich habe mich immer gefragt, was macht sie damit? Irgendwann wurde das Haus neu saniert und sie musste die Tür auflassen. Und mir hat ein Bauarbeiter erzählt, dass sie die Zigarettenstummeln in die Pfanne tut und die wohl da auch sortiert. Ganz komisch. Und da wusste ich, alles klar, die Frau kann nicht normal sein. Jeden Abend um 22.30 Uhr stand sie unten am Nachbarhaus mit einem Tennisschläger in der Hand und schlug immer gegen die Wand. 20 Minuten lang, jeden Abend. Und um 3 Uhr nachts fing sie an, irgendwie immer gegen die Wand zu hämmern. Hört sich lustig an, aber irgendwie total nervig. Sie hat bei den anderen hier im Haus auch manchmal gegen die Tür geschlagen. Warum? Weil sie dachte, sie muss die Geister vertreiben. Irgendwann wurde mir auch mitgeteilt, dass sie Medikamente nehmen muss, dass sie ohne nicht kann, dass früher eben in ihrer Kindheit was vorgefallen ist. Das wollte ich auch gar nicht wissen. Sie tat mir schon irgendwie leid, ja. Ich glaube schon, dass sie manchmal nicht wusste, was sie macht. Etwas weiter von meiner Straße weg gibt es Bungalows. Da wohnen sehr viele Familien drin und die haben auch alle einen Spielplatz. Also sehr kinderfreundlich gemacht und irgendwann war ein Kind verschwunden. Ein 5-jähriges Kind, ich glaube 5 oder 6 um den Dreh, war auf einmal weg. Das Kind war ohne Beaufsichtigung draußen. Und da habe ich mich gefragt, wer lässt ein kleines Kind 5 oder 6 Jahre alleine auf einem Spielplatz spielen? Ehrlich, kann ich nicht verstehen. Meine Nachbarin war in der Zeit auch ziemlich ruhig. Sie ging nicht mehr raus und hat gegen die Wand geschlagen. Und ich dachte, alles klar, vielleicht nimmt sie wieder ihre Medikamente oder so. Und 2 Tage später, das war ziemlich zeitnah, bin ich von der Stadt gekommen und sehe von meiner Eingangstür, ja, von meinem Haus, das Fernsehen, die Polizei und ein Krankenwagen. Und ich denke so, krass, was geht denn hier ab? Und in dem Moment ist eine Frau rausgelaufen und hatte ein kleines Kind auf dem Arm. Es wurde so ein bisschen versteckt, ja, das hatte, glaube ich, eine Decke drumherum. Also man konnte das Kind nicht sehen. Wem sehe ich da unten stehen? Meine Nachbarin. Meine Nachbarin. Sie hat das Kind mitgenommen, weil sie dachte, das Kind hat keine Mama mehr, weil sie dort alleine gespielt hat. Und die Polizei dachte in dem Moment, die Frau will sie verarschen. Das waren ihre Gespenster hier oben und ich glaube, sie hat es nicht mal böswillig gemeint. Sie tat mir einfach nur noch leid, weil sie einfach gar nicht mehr klarkam. Sie wusste nicht, was sie da sagt. Sie dachte, dass es total logisch ist, ein Kind mitzunehmen, wenn es alleine spielt. Es kam hinterher raus, dass das Kind nicht misshandelt worden ist. Also sie hat tatsächlich für das Kind gekocht, ja, sie hat das Kind eingekleidet, ehrlich. Ab dann habe ich mich gefragt, warum sie hier eigentlich noch alleine leben darf. Aber wenn die Behörden meinen, oh, alles gut, ja, nicht ihre Schuld, definitiv nicht. Sie hat ihr Ding gemacht, ja, ob sie klarkam oder nicht. Das Lustige kommt ja noch. Abends, ich glaube, ging 22 Uhr, ging auf einmal ihr Rauchmelder an. Und ich dachte, alles klar. Warte erstmal. Ich habe 10 Minuten gewartet, 20 Minuten gewartet und da dachte ich, okay, ich sollte vielleicht mal rausgehen und gucken, ob alles in Ordnung ist. Und ich sehe in dem Moment einen Nachbar von unten kommen, der so ganz leise an meiner Tür vorbeigeht. Das ist gar nicht lustig, aber wie er gegangen ist, ja. Und ich habe die Feuerwehr angerufen, weil ich gesehen habe, dass aus ihrer Wohnung Rauch kommt. Also richtig starker Qualm, kann man sagen. Und die Feuerwehr fragt mich am Telefon, ob die Wohnung schon brennt. Und da habe ich gesagt, ja, wenn wir hier weiterreden, brennt die gleich. Die Feuerwehr und die Polizei war da und was machen die? Die klopfen erstmal. Und da dachte ich, alles klar, da können sie lange klopfen, die macht sowieso nicht die Tür auf. Und ich habe denen versucht zu erklären, dass die Frau krank ist, dass die Frau nicht weiß, wer sie ist manchmal. Aber
Ich glaube, mich hat in dem Moment keiner wahrgenommen. Man muss sich das so vorstellen. Hier war ihre Tür und hier waren zwei Fenster. Also man konnte vom Treppenhaus in den Flur reingucken bei ihr. So. Und das Lustige war, die klopfen da wie wild, machen sie die Tür auf, los, los, los. Und was macht sie? Sie hat kurz die Fenstertür aufgemacht. So. Hat aber nicht nach rechts geguckt oder nicht nach links und hat die Fenstertür dann wieder zugemacht. Und der Typ neben mir will die uns hier eigentlich verarschen. Ich meinte, nein, sie will euch nicht verarschen. Sie weiß ehrlich nicht mehr, was sie da macht. Die Feuerwehrmänner haben versucht, die Wohnung aufzubrechen. Das haben sie aber irgendwie nicht geschafft und somit musste einer so einen Bohrer holen, ja. Das hat gedauert, ehrlich. Dann kam der wieder und die haben versucht, das Schloss aufzubohren. Erste Schraube raus, gerüttelt. Geht nicht. Zweite Schraube raus, gerüttelt, geht nicht. Dritte Schraube raus, gerüttelt, geht nicht. Vierte. Bei der vierten wollten sie gerade loslegen. Was macht sie? Sie macht in dem Moment die Tür auf. Ich hab mich so totgelacht. Bei der vierten Schraube ist ihr das aufgefallen, dass irgendwer am Schloss rumbohrt. Aber das hat sie nicht böswillig gemacht. Sie kam einfach nicht mehr klar, aber das war trotzdem lustig. Ja, es war lustig, obwohl mir die Frau sehr leid tat. Und sie sah halt aus wie Lumpi, sie wurde mitgenommen. Es kam raus, dass sie vergessen hat, ihren Herd auszuschalten. Danach hat sie, glaube ich, noch ein halbes Jahr in der Wohnung gewohnt und sie ist am Ende freiwillig ausgezogen. Also es ist schon so, dass sie Hilfe bekommen hat am Ende und sie wollte auch diese Hilfe haben, also definitiv. Und ich weiß nicht, was sie generell jetzt macht oder wo sie wohnt. Ich habe irgendwann mal mitbekommen, dass sie manchmal auf einem Bauernhof aushilft. Meine Nachbarin, ja. Ich weiß leider auch nicht, ob sie damals verurteilt wurde. Also ich bin der Meinung, sie war sowieso nicht zurechnungsfähig und von daher, glaube ich, ist sie nur in eine Psychiatrie gekommen oder so. Ja, es hört sich irgendwie komisch an, aber sie hat das Kind damals nicht misshandelt. Sie hat es einfach mitgenommen und wollte Mama spielen, weil sie dachte, sie hat keine Mama mehr. Und sehr verrückt, ehrlich, sehr verrückt. Uiuiuiui, aber trotzdem wünsche ich ihr das Beste, denn ich habe irgendwann auch erfahren, dass sie sehr viel Medikamente nehmen muss und manchmal hat sie die dann auch nicht bekommen oder zu wenig bekommen und von daher war das, glaube ich, nicht nur ihre Schuld. Und das war die Geschichte von meiner komischen, verrückten Nachbarin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Passt auf euch auf und bis bald.